So, Freunde, zweiter Teil vom Beintraining mit Karl. Erste Übung war ja Kniebeugen. Karl ist bis 200 Kilo hochgegangen. Dann hat er drei Sätze noch für die Beine trainiert. Eins für Kraft. Jetzt gehen wir Hackenschmidt. Ich habe mich eigentlich nach Kniebeugen gefreut, dass wir Beinpresse rübergehen. Die ist ja ein bisschen harmloser. Aber er sagt, bevor ich nach Istanbul fliege, muss es krachen. Deswegen gehen wir Hackenschmidt. Meine Respektübung, die nimmt mich richtig her. Aber hilft nichts. Wenn der Karl entscheidet, wird durchgezogen. Weil er zurzeit die Entscheidungsrecht hat, ja, Gott sei Dank. Lass ich mir alles gefallen. Nee, so. Ist beides geil. Es ist geil, wenn man mal vorlegen darf. Es ist geil, wenn der er schon entscheidet. Ich will eben meine Quads, vor allem meinen äußeren Quadrizeps ausbilden. Nachdem der Erjan die Übung bei uns ins Training eingeführt hat, habe ich einfach den Muskelkater viel krasser im Äußeren gemerkt. Deswegen, es gibt Leute, die sagen, okay, man spürt immer den ganzen Muskel, man kann nicht mehr links, mehr rechts, eine spezielle Zone. Ich bin der anderen Meinung, wenn ich es in einer gewissen Zone mehr spüre und dann da auch mehr Muskelkater bekomme und auch da mehr Wachstum bekomme, dann ist es für mich eine klare Sache, denn Theorie ist geil, aber Praxis ist für mich immer noch King. Und Erfahrungen in der Realität gehen für mich immer über Wissenschaft. Jetzt hat er was Wahres gesagt, Freunde. Jeder fühlt anders und sagt anders. Deswegen Gefühl mit Aussage zu verbinden, ist Sache des Champions. Deswegen müsst ihr für euch allein Champion werden und selber Erkenntnisse schaffen. Ansonsten funktioniert ihr so, wie die anderen Menschen funktionieren. Das wollt ihr mit Sicherheit nicht. Jetzt schauen wir Karl zu. Er hat gleich 80, 100 Kilo draufgelegt. Geht auch ganz tief runter. Wenn die Beine da nicht wachsen, ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. Jawohl. Super, Karl. Genau. Dass er sich nicht festhält, ist ein Zeichen, dass es noch zu leicht ist. Wir haben nächste Sätze da. Da wird sie sehen, dass seine Beine nicht mehr sind. Komm, komm jetzt! Und hoch! Genau. Jetzt zeige ich euch mal, wie meine Beine zurzeit aussehen. Oder Karl? Ja, Karl. Ich bin ja auch auf Diät. Ich will auch, wenn Karl in Form ist, möchte ich auch in Form sein. Die Streifen sieht man jetzt. Von der Seite. Richtig tief, die Waden so tief. Tief? Ja. Die ist tiefer. Also, line up. Und ihr müsst wissen, das ist noch kein Wettkampfdiät, sondern ich passe nur auf, weil Karl aufpasst, dass ich nicht so blöd dastehe. Wasser gespeichert oder mit Wasser rumlaufe, sondern ein bisschen in Form zu sein. Habe auch hier schön abgenommen. Aber meine Form kann ich noch nicht zeigen. Müsst ihr noch mit alten Videos begnügen. So passt. Freunde, sehr wichtiger Punkt. Mit 45, 40 gut ausschauen ist wirklich verdammt schwer. Das sage ich den Jungs, die mit 20, 25 vielleicht bessere Beine haben und schneller in Form kommen. Ich war mal auch so wie ihr, dass ihr mal versteht, worum es hier geht. Ich führe doppelten Krieg wie ihr, um so auszuschauen zu können, wie ich jetzt ausschaue. Ihr werdet jetzt alles merken, aber dann ist vielleicht Erjan nicht mehr da. Deswegen sage ich es euch jetzt schon. Gibt's Gas. Oh.
Ihr werdet euch wundern, Freunde, warum wir so oft die Beine filmen. Wir haben ja ein paar Mal angekündigt, weil wir die Beine richtig hernehmen wollen, trainieren wir die Woche zweimal. Dann könnt ihr sehen, wie wir oder wie ernst wir Training nehmen. Manche trainieren nicht mal einmal im Monat und wir trainieren zweimal die Woche. Dann könnt ihr euch denken, wie unsere eine, oder bei uns, wie eine Woche abläuft. Oder Karl? Also wir freuen uns wirklich wie kleine Kinder auf die Pausentage. Leider kommt die zu selten. Da komm. Ah. Jetzt komm. Tu mal eins runter, das ist zu schwer. Irgendwie komme ich nicht. Boah. Komm her, John. Da. Boah. Boah. Zwei noch. Komm, zwei noch. Da. Uff. Da, komm. Ah. Und komm. Uff. Mach nicht gar nichts. Uff. Und. Ah. Wir sind bei der dritten Übung angelangt, mit Karl immer noch Beintraining. Hackenschmidt hat uns richtig zerfetzt, auch ein bisschen Reduktionssätze gemacht bei Karl, bis er nicht mehr hoch konnte. Jetzt machen wir Beinbizeps hier, Beinbizeps liegend. Ich finde, bei den Übungen muss man sich 100% aufwärmen. Eins, wichtig. Zweitens, volle Radius mitnehmen. Das heißt, bis ganz runter und bis ganz hoch. Wenn ihr auch nicht spürt, ein Tipp von mir, oben vielleicht ganz kurz anhalten und Muskel angespannt lassen. Was meinst du? Ja, das finde ich wichtig. Und auch Becken bzw. Arsch am Pad dran lassen. Viele gehen so hoch. Genau, das ist die Voraussetzung, dass ihr flach liegt, damit ihr das Gewicht nicht aus dem Po, sondern aus dem Beinbizeps hochzieht. Ich mache mal vor. Haben wir auch oft vorgeführt. Auch hier Beinstellung würde ich sogar nach innen, nach außen drehen. Viele sagen ja, da ändert sich nicht. Ich finde schon, dass sich was ändert. Und langsam ausführen. Mit Anspannen habe ich so gemeint. Halten, runter. Halten, runter. Halten, runter. Das war noch aufwärmen, deswegen habe ich ein bisschen rumgespielt. Und was sehr wichtig ist, das erwähnen wir alle Videos, Freunde. Nicht komplizierte Sachen machen, sondern die einfachen Sachen brutal machen, bringt was. Das sind einfache Übungen. Aber wenn man einfach macht, bleibt man einfach. Also man muss brutal machen, dass man brutal wird. Ja? Schwer genug, genügend Wiederholungen, korrekte Abläufe, hundertprozentige Intensität, indem man nicht zwischen den Sätzen mit Handy spielt oder mit anderen rumratscht und dann wieder einen Satz macht, sondern kontinuierlich eine bis eineinhalb Stunden mit Gedanken an Beinen zu sein und 100% durchziehen. Um das geht's hier. Wenn ihr Krieg führt, könnt ihr auch nicht Kriegsgegner sagen, bleibt ein bisschen, macht Pause. Ich rede mal mit meiner Frau zu Hause.